Dieses jüdische Geschäftsleute, dass man das überhaupt noch so sagt, würde mir gar nicht einfallen. Mir wurde so oft von jüdischen Geschäftsleuten Unrecht getan. Sie nehmen meinen Kindern das Geld aus dem Mund und stecken es mit ihren Kindern in den Mund. Okay. Ja, hast du eine Vermutung, von dem das Zitat stammen könnte? Ist ein bisschen gedacht zu Kanye vielleicht? Erster Impuls wäre so NS, aber wahrscheinlich ja, ist es eher so modern. Rapper. Kanye West? Stimmt, hat er das? War der nicht mal? Der ist auch so ein bisschen antisemitisch unterwegs. Ja, die Formulierung, ich finde, also so Geschäftsleute, Unrecht, klingt irgendwie so nicht auf ersten Blick nicht so nach so Rapper-mäßig. Wenn heutzutage sowas ein Politiker sagt, wäre das schon echt grenzwertig. Das sagen aber relativ viele, das ist ja das Problem. Gegenwart hätte ich ausgeschlossen, das hätte man mitbekommen. Ich sage jedenfalls amerikanischer Rapper. Ich auch tatsächlich. Machen wir amerikanischer Rapper? Machen wir das, ja. Mit Hoffnung, dass sowas nur in der Vergangenheit passiert. Hast du dich dann aber auch mitgekriegt? Ja, im Nachhinein schon, weil die spezielle Formulierung von jüdisch und sowas, heute würde man sofort halt dann sagen, okay, antisemitisch so, deswegen würde ich eher vermuten, dass... Oh, wow. Ah, ja. Das ist der Erste, der dir einfällt, der so eine Scheiße von sich gibt. Amerikanischer Rapper? Ja, bekannt. Kanye West. Ja. Nein. Tatsächlich. Ernsthaft? Oh, nein. Ja, Mann. Der Rapper Kanye West in der Sendung Piers Morgan Uncensored im Jahr 2022. Ja. Ist ein Jahr her. Wow! Krass, ja, okay. Boah, krass, hätte ich auch nicht gehört. Ich hab das mitbekommen, glaube ich, aber dunkel. Das hat sich ja dann kulminiert in halt diesem Interview, wo er halt gemeint hat, so, der hat halt wortwörtlich gesagt, ja, I love Hitler. Ja, was da für eine komische Ideologie aber hinterfängt. Ja, also, ja. Krass, wow, ja. Super herbe. Alter, heftig.